So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Squad Builder Reihe. Und ihr seht schon oben im Titel, heute mal wieder mit zwei Spielern, die wir uns genauer anschauen werden. Zwei Franzosen aus dem aktuellen Team of the Week, und damit könnt ihr euch das Ganze schon denken, abgesehen davon, dass ihr es natürlich schon im Hintergrund seht. Zum einen Antoine Griezmann, der Mann von Atletico Madrid, der Franzose, und Alexandre Lacazette von Lyon. Sprich, Lacazette klingt so ein bisschen falsch, wenn man die beiden Namen mischt. Oder nicht falsch, aber nicht so cool. Von dem habe ich mich mal für Griezmann entschieden. Ein wunderschönes Griezmann-Team, das ich euch also im Folgenden vorstellen werde. Was, wenn man auch mal die ganzen Info-Varianten rausnimmt, sprich von Griezmann, von Lacazette, und im Tor haben wir auch noch eine Special Card. Wenn man die rausnimmt, ist das Team auch einigermaßen günstig. Könnt ihr euch gerne mal selber zusammenbauen und mir immer sehr, sehr gerne Feedback da lassen. Und heute, Freunde, ihr werdet gleich was erleben, was so noch nicht der Fall ist. Und zwar werde ich jetzt einfach mal schnipsen und dann ist die Cam an, Freunde. Alter, diese Effekte. Nee, heute mal wieder mit Facecam. Ich darf euch auch an der Stelle nochmal herzlich begrüßen aus der Kamera. Haben sich einige von euch wieder gewünscht, von dem her werde ich es jetzt auch erstmal durchziehen. Ich wollte ja erstmal warten, bis ich umgezogen bin, dann mit Greenscreen, damit das Ganze mega, mega geil. Auch nochmal ein Tickchen, ja, professioneller, aber ich dachte mir, komm, so viel haben jetzt danach gefragt, wir schmeißen ab sofort wieder häufiger die Facecam an. Ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse, ich gucke hier immer so ein bisschen in meiner Vorschau, einigermaßen passen. Es sind nicht so die allergeilsten Lichtverhältnisse, weil einfach die Lage, wie der Schreibtisch steht, hier ist eine Dachschräge, hier ist ein Dachfenster, hier ist dafür gar kein Licht, erst da hinten, da musste ich die Rollos zumachen und was nicht alles. Es sieht auf jeden Fall, glaube ich, einigermaßen gut aus, zumindest was die Quali angeht. Ob ich das bin, der gut aussieht, das sei mal dahingestellt. Aber das mal nur aus dem Rande. Von dem, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes für diesen Squad-Builder und schreibt mir wie immer gerne rein, ob ihr, beziehungsweise mit welchen Spielern ihr die nächsten Squad-Builder sehen wollt und ob ihr Bock auf weitere Facecam-Videos habt, aber das habt ihr eigentlich die letzten Tage schon genug reingespammt in den Chat. Ich würde sagen, Jungs, wir starten einfach mal rein mit den Spielern. Ich gehe jetzt mal ganz hinten chronologisch vor, auf der Torhüter-Position. Gianluigi Buffon, Recordbreaker. Ich habe, ihr seht es auch hier so, ein relativ standardmäßiges Team genommen. Es gibt einige Spieler, so ziemlich fast alle, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube sogar echt alle. Wo man eine Info-Variante hätte nehmen können. Ich habe mich allerdings für die normalen Spieler entschieden. Erstens, weil ihr mir geschrieben habt bei Squad-Bildern, wo wir uns zwei Spieler so ein bisschen... Es ist ja so Squad-Builder-Review-mäßig. Und da sollten wir lieber die normalen Spieler nehmen, damit die Infos eher im Mittelpunkt stehen und ihr Bestes abliefern können. Deswegen ist das der Fall. Das ist Fall Nummer 1, beziehungsweise der Grund Nummer 1. Und der zweite Grund ist ganz einfach. Das Team of the Season steht vor der Tür. Und ich möchte jetzt nicht unnötig irgendwo noch Coins ausgeben und die Spieler dann am Ende nicht mehr verkaufen, Coins verlieren, bla bla bla. Von dem her werde ich mit den Spielern größtenteils spielen, die wir schon im Verein haben, damit wir da ein bisschen Coins sparen und dementsprechend im Team of the Season, was Ende April, Anfang Mai, das sind so die Daten, die momentan im Raum schwimmen. Es ist noch nichts Offizielles raus, aber davon, kann man mal grob ausgehen, dass ab da das Ganze losgeht, dass wir da auf jeden Fall genügend Coins haben. So, genug geschmart, Freunde, ewig lange schon mal jetzt zum Start. Wir starten, wie gesagt, mit Gianluigi Buffon im Kasten. Recordbreaker, 3 Spiele bisher gekickt, hat mich bisher, ja, jetzt nicht weder überzeugt noch irgendwelche Patzer gemacht, von dem her will ich ihn weiter testen, mal gucken, ob er da noch ein bisschen, ja, besser werden kann, was die Meinung bei mir angeht. Auf der Rechtsverteidigerposition Bakary Sagna von Manchester City. Ich habe dann französischen Verteidiger aus der Premier League gebraucht, von dem er Bakary Sagna mal hingestellt. Sicherlich kein schlechter. Haben wir noch nicht gespielt, die Karte, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass er irgendwo schlecht sein soll. In der Mitte Giorgio Chiellini, Freunde. Der hat nämlich beispielsweise schon einen Inform. Ich glaube, Sagna nicht. Aber Chiellini hätte einen Inform. Kann man durchaus hinstellen. 90er Defensive, 84er Füße. Ist richtig stark. Daneben Thiago Silva. 3 Spiele bisher gemacht. Da haben wir meistens die Inform-Variante gespielt. Er mit hoch Arbeitsrate. Mal gucken, wie das sich auswirkt im Spiel. Auf der linken Seite Kurzawa mit seinem, ich glaube, Third Inform dürfte sein, mit dem 83er im Club 80 angekommen. Heißt, alle Stats über einer 80. Richtig krass. Ich glaube, der Schuss-Stat ist da dann der schlechteste mit einer 80. Aber sonst überall drüber. Boah, geile Karte. Auf der Linksverteidigerposition dann Paul Pogba als ZDM. Haben wir relativ selten bisher gespielt. Sonst eher als ZM, beziehungsweise größtenteils als ZOM und zum Teil den Totti auch als Stürmer. Gibt es ja auch ein Video auf meinem Kanal, wo der sowas von eskaliert ist. Das ist nicht mehr feierlich. Daneben Matuidi, eine der wahrscheinlich logischsten Varianten, wenn man die ZDM-Position angeht und Franzosen sucht. Matuidi, absolutes Biest. Dann noch ZOM, Dimitri Payet, Freistoßkönig vom Allerfeinsten. Gibt es natürlich auch eine Inform-Variante. Wir haben Ben Arfa als ZOM auf der linken Seite. Da gibt es mittlerweile sogar zwei Informs, die man sich gönnen kann. Auch er mit einer relativ soliden, ausgeglichenen Karte. Gute Füße, gutes Passspiel, gutes Dribbling oder sehr gutes Dribbling. Guter Schuss, gutes Tempo. 5 Sterne Spezialbewegung ist jetzt für mich nicht so aussagekräftig. Schlapp hier der alte Skill, ihr wisst Bescheid, aber nichtsdestotrotz der Fall.
Und vorne eben die zwei Stars, nämlich zum einen Antoine Griezmann, 90er Pace, 91er Dribbling, 91er Schuss, 87er Passspiel, 77er Physis. Bin ich sehr gespannt. Ihr seht es noch völlig blank, die Karte. Ich habe die noch nicht gekickt. Also da werden wir den zusammen jetzt das erste Mal testen. Und daneben Alexandre Lacazette, genau dasselbe. Auch den werden wir heute zum allerersten Mal gemeinsam testen. 90er Pace, 88er Dribbling, 88er Schuss, 80er Passspiel, 77er Physis. Sehr, sehr stark. Und ihr seht, ich habe auch, glaube ich, überall, so schaut's aus, einen Chemistry-Style drauf. Bis auf hinten rechts Sanja. Aber vor allem vorne beides mal der Hunter-Chemistry-Style. Und von dem her, glaube ich, sieht das ziemlich, ziemlich fresh aus. Ein ziemlich interessantes Team. Natürlich viele Franzosen. Ich habe mir auch erst überlegt, ob ich Tutto Completi, Best French Team, nehmen soll. Aber dann wäre vorne Benzema, der am Start startet. Lacazette, von dem her dachte ich mir, gehen wir es mal so an, Freunde. In dem Sinne, das ist die Truppe. Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir rein ins erste Match. Und er hat folgendes Team. Vorne mit Gonzalo Higuain, dahinter mit Dybala, second in Form, glaube ich, ist das, wenn mich da nicht alles täuscht. Cuadrado, Insigne, Pogba, Nainggolan, Manolas in Form, Miranda, Sandro, Maicon und im Kasten noch Reina. Sprich, eine sehr, sehr interessante Truppe. Wir übrigens mit einem 4-2-2-2. Habe ich gar nicht angesprochen, habt ihr ja natürlich gesehen. Mal ein System, das ich nicht so häufig spiele, das ich heute mal wieder ausprobieren möchte. Von dem her bin ich auch da sehr gespannt, wie es läuft. Wir spielen in der Weltdienstarena mit unseren Betis Sevilla-Trikots in grün. Von dem her wird eine interessante Partie. Let's go. Schön von Griezmann. Griezmann, immer noch Griezmann. Lacazette muss doch da eigentlich den Laufweg machen. Den macht er auch, wenn ein bisschen spät. Griezmann, Lacazette probiert es dann auch mit dem Schuss, aber der geht dann doch ein ganz schönes Stück am Tor vorbei. Erste gute oder kleinere Chance da nach knapp 6 Minuten. Lacazette, Lacazette, Lacazette. Er war da nicht so schlecht. Reina ist da. Er spielt irgendwie ein bisschen den komischen Fußball. Sehr viel hinten rum, ohne dass er jetzt auf Zeitspiel aus ist oder so. Aber alles in allem, ja, ich kann es, wie gesagt, relativ schlecht in Worte fassen. Und dann ist die nächste Möglichkeit da. Also Griezmann, Lacazette. Respekt, die beiden haben schon mal sehr gute Schüsse bis dato. Und da müssen wir auf jeden Fall jetzt weitermachen. Torwart haut denn jetzt mal so ein bisschen komisch raus, Jungs. Wir kriegen vielleicht die Chance. Lacazette, oh, der ist schon lang wieder im Kasten, der Keeper. Schade, 31. Minute. Also wir sind hier die dominierende Mannschaft. Das kann ich euch, wenn der jetzt eh schon in die Pause geht, der Gegner auch mal an den Statistiken zeigen. Okay, ja, dann würde ich sagen, hat der scheinbar keinen Bock mehr. Weiß ich, ob es ein Disconnect war oder was auch immer. Ich weiß leider gerade nicht auswendig, wie viele Siege wir haben. Ihr habt es gesehen, 5 Schüsse, 2 aufs Tor. Ich glaube, ja, es war glaube ich, ein Disconnect. Ich glaube, es war ein Disconnect. Wir suchen den zweiten Gegner. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt keinen Disconnect bekommen. Heißt, wie gesagt, der Gegner nicht mit einem Rage Quit oder so. Dachte ich erst, aber das war EA-bedingt, Surfer-bedingt. Wir gucken mal rein. Also Aubameyang, Reus, Cuadrado, Marquisio, Khedira, Gündogan, Koscielny, Chiellini, Abate, Clichy. Und dann konnte ich nicht weiter gucken. Keep habe ich jetzt nicht mehr geschafft, habe ich ein bisschen zu lange gebraucht. Aber eine sehr, sehr interessante Truppe auf jeden Fall. UMad FC. Und er hat die Liga 1-Trikots an. Und er hatte die Pokalshirts, die gelben. Also der Gegner, der muss auf jeden Fall ein bisschen was drauf haben. Hat ein richtig gutes Team. Ich bin gespannt, wie wir dagegen ankommen. Guter Ball auf Lacazette. Den probieren wir mal direkt. Lacazette. Und der war am Ende gar nicht so schlecht, Freunde. Dritte Minute kann man durchaus mal probieren, wenn man schon die zwei testen will. Schauen wir nochmal. Aber der war, glaube ich, doch ein Tickchen war er schon drüber, ne? Ja, der war schon ein ganz schönes Tickchen drüber. Egal. Mund abschlecken, weitermachen. Guter Ball, guter Ball, guter Ball. Alexandre Lacazette, 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 Lacazette. Kriegt ihr nicht ganz rein. Was mir auf jeden Fall auffällt, nach knapp 45 Minuten, die wir jetzt halt in den zwei Spielen zusammen gespielt haben, Griezmann ist der Spieler, der sich häufiger fallen lässt. Lacazette eher der Stoßstürmer. Also Griezmann holt sich da die Bälle gerne aus dem Mittelfeld und agiert da mehr so als Zehner, mehr oder weniger, in dieser Aufstellung. Ist auf jeden Fall sehr interessant, vielleicht für den einen oder anderen, der sich Lacazette bzw. Griezmann zulegen will. Also Griezmann eher so ein bisschen der Ballverteiler. Jetzt aufpassen, 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 ne? Und Lacazette eher der richtige Stoßstürmer. So ist es zumindest hier auch wirklich in-game. Gegner bekommt da jetzt eine relativ gute Freistoßmöglichkeit. Marco Reus steht bereit und Reus macht den auch noch rein. Also die hat das stark genutzt. Ich glaube, ich bin mit keinem auf die Linie gegangen, aber ich glaube, ich hätte das nicht mal pace-technisch geschafft. Richtig stark von ihm hier, von Marco Reus, guter Freistoß. Buffon, Recordbreaker, ist da noch dran, aber lenkt den leider nur ins eigene Tor. Probier es jetzt mal. Zwar ziemlich offensichtlich, aber egal. Aber egal! Antoine Griezmann, 20. Minute, Freunde. Also, ne? Ich habe es ja heute schon mal angesprochen in dem Part. Schießen können sie, die zwei Jungs da vorne. Und das ist natürlich bärenstark. Setzt sich gut gegen Reus durch und dann ist das ein Strich. Das sind so geile Bälle, die so flach kommen und immer höher und höher und höher gehen und dann hinten sich rein. Ja, nicht senken, sondern einfach zack, einschlagen, Freunde. Wie eine Rakete, Griezmann 1-1. Überragend. Gegner mit der Chance. Gegner haut den drüber. Boah.
Möglichkeit für Cuadrado. Ich glaube, am Ende war es Griezmann, der den Fehler so ein bisschen da gemacht hat und dadurch den Konter eingeleitet hat für den Gegner. Jetzt müssen wir aufpassen hier. Reus, ich weiß genau, was er macht. Ich weiß genau, was er macht. Ihr habt es gesehen. Ich bin da nah dran am Mann, aber renn irgendwie am Ball vorbei. Warum auch immer. Sehr, sehr bitteres Gegentor. Ich meine, er hat stark gemacht, aber wir haben es gut gerochen. Jetzt hier. Zack, ich gehe genau hin. Und dann nimmt Chiellini nicht den Ball mit. Schade, Freunde. 2-1, Gegner führt wieder. Wir müssen wieder mehr tun. Jetzt nochmal die Chance, Jungs. Lacazette und dann pfeift er ab. Aber Lacazette hat den auch vorbeigemacht. Also ihr seht es an der Statistik, wir haben relativ gleich viele Chancen rausgespielt. Wie ein Tickchen mehr, er halt dafür ein bisschen konsequenter aufs Tor geschossen. Ne? Von dem her würde ich sogar sagen, geht's in Ordnung, auch weil er mehr Ballbesitz hat. Aber es ist ja noch nichts entschieden ab in den zweiten Durchgang. Lacazette. Und dann ist es der eigene Mann, der da noch dran steht. Und dementsprechend gibt es aber Gott sei Dank zumindest noch den Eckball. Oh, jetzt bringe ich den wieder mit Pogba. Ich wollte doch da mal wechseln, dass Poggi in der Mitte gefährlich vielleicht das Ding mal bringen kann. Da ist Thiago Silva. Das ist eigentlich ein sowas von überragender Ball. Der, wenn ankommt, wird es brandgefährlich. Guter Ball, Jungs. Come on. 83. Minute. Nochmal die Chance. Nochmal die Flanke. Die ist stark. Und dann kommen wir nicht hin mit Lacazette. Schade. Nochmal die Möglichkeit. Nochmal eine starke Flanke an die Latte der Seitfallzieher von Alexandru Lacazette. Beziehungsweise, ich glaube, Griezmann war's. Aber wir haben auch kein Glück in den diversen Aktionen. Ich werde verrückt, ja. Ich meine, das geht in Ordnung, dass der Gegner führt, aber uns fehlt so das Quäntchen Glück, um hier mal das Tor endlich zu machen. Das kleine Quäntchen Glück, das der Gegner hat, das Bälle und dann geht er natürlich an die Unterkante der Latte und rein. Wir hatten gerade die Chance, da geht er nicht rein. Das ist der Unterschied. Wie gesagt, er spielt richtig gut, von dem her geht das auch in Ordnung, dass das Spiel in seine Richtung kippen kann. Hätte so und so passieren können, aber das ist halt sehr, sehr schade, Freunde. So, Freunde, Schluss aus vorbei. Wir verlieren am Ende mit 3:1. Die Chancen, sie waren eigentlich da, aber wir haben sie nicht genutzt. Von dem her denke ich, ja. Wie gesagt, kann das in die Richtung und in die Richtung kicken. Der Gegner hat am Ende wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr vom Spiel gehabt. So schaut's aus. Er war einfach brutal nach vorne. Wir haben von unseren 9 Schüssen gerade mal 2 aufs Tor gebracht. Das ist halt zu wenig. Das ist halt am Ende zu wenig. Von dem her leider Gottes eine 3:1 Niederlage. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein paar Eindrücke verschaffen. Lacazette, Griezmann mit dem Seit- oder Fallrückzieher vielmehr und so weiter und so fort. Ich hoffe, da konnte ich euch so ein bisschen beraten, ob ihr den Spieler kaufen könnt. Ein Spiel oder eineinhalb ist immer schwierig, da schon was zu sagen. Aber Lacazette und Griezmann sehr gut gefallen. Wie gesagt, auffällig. Lacazette ist einer, der mehr vorne drin wirklich ackert und fightet, die Wege macht. Griezmann eher, der sich immer wieder mal fallen lässt. Heißt, wenn ihr einen wirklichen Strafraumstürmer sucht, dann nimmt Lacazette. Wenn ihr einen Mitspielenden sucht, dann nimmt Griezmann. Das ist dann jetzt so meine Empfehlung. Und ja, die werden wir auf jeden Fall heute Abend noch mal im Stream ein bisschen testen. 19 Uhr geht's los. Schaut in der Videobeschreibung vorbei. twitch.tv/badeschlappen-lp. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, Jungs. Haut rein, habt einen schönen Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.